Moin, herzlich willkommen wieder bei mir in Austin, Texas. Heute mal wieder nicht im Badezimmer, sondern an meinem Schreibtisch. Heißt, heute gibt es kein praktisches Rasur- und Frisur-Vormachvideo, sondern mehr so einen kleinen historischen Exkurs. Ich werde also wieder ein bisschen über Produkte reden, die ich aus welchen Gründen auch immer interessant finde. Ja? Meistens aus historischen Gründen, weil irgendwie eine Geschichte dahinter steckt. Es geht um ein Duftwasser, das vielen Pomade-Fans und auch Rasur-Enthusiasten ein Begriff sein sollte. Das sogenannte Florida Water Cologne von Murray und Landman. Ja, den Hersteller findet man auch unter dem Namen, ich glaube mittlerweile heißt er Landman & Kemp. Murray und Landman ist wohl der ältere Herstellername. Auf jeden Fall in diesem Design die Flasche hier, das bekannte Florida Water. Vielseitig anwendbar. Viele benutzen es als Aftershave, also Rasierwasser. Manche benutzen es als Haarwasser, ja, vor der Pomade zum Beispiel ein bisschen davon in die Haare und in die Kopfhaut einmassieren. Und laut Hersteller hat es darüber hinaus noch viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Und ich habe gelesen, manche machen es zum Beispiel auch einen kleinen Tropfen ins Bügeleisen zum Wasser, um die Wäsche noch so ein bisschen zum Duften zu bringen. Ja, also ein vielseitig anwendbares Duftwasser. Seit 1808, da steht es drauf, ein Produkt mit langer Geschichte. Ja? Wurde ursprünglich in dieser Zeit mal als Unisex-Duft vermarktet, der im Gegensatz zu manch anderem Duftwasser weniger aufdringlich ist und somit ja, vielleicht mehr dem puritanischen Geist entsprechen in den USA oder der Etikette im viktorianischen Zeitalter. Also auf jeden Fall ein etwas zurückhaltenderer Duft soll das sein. Das ist es auch, ja. Und so kennen und lieben wir das Florida Water. Ich habe es, wie gesagt, hier in der Glasflasche. Inhalt 7,5 Flüssigunzen entspricht 221 Millilitern. Glas habe ich mal in Hamburg in einem Afro-Shop gekauft für 5,99 €. Der hatte das Florida Water in allen möglichen Flaschengrößen. Ich kannte es bis dahin nur aus einer Plastikflasche. Gleiche Größe, glaube ich, 7,5 Flüssigunzen. Und dieser Afro-Shop hatte aber auch alle anderen möglichen Größen. Zum Beispiel diese hier, die dürfte einigen anderen auch bekannt sein. Das ist die große Flasche Florida Water, ja, ein bisschen wie so eine Duschgelflasche oder sowas mit dieser Öffnung. 16 Flüssigunzen entspricht 472 Millilitern. Das ist die größte Größe. Und daneben gibt es noch kleinere Größen. Ich habe zum Beispiel zu Hause in Deutschland, ich habe es nicht hier, da habe ich noch so ein ganz kleines Fläschchen, da sind glaube ich 2 Unzen drin. Das hatte ich immer in der Arbeitstasche, ja, falls ich mich zwischendurch mal mit Florida Water einduften möchte. Genau, so sieht's aus. Das ist es, Florida Water. Vielseitig anwendbar, aber wenn man mal ein bisschen im Internet recherchiert, dient es nicht nur oder hat nicht nur der Körperpflege gedient, sondern ist in bestimmten afroamerikanischen und afrokaribischen Kreisen, auch bekannt als Produkt für diverse okkulte Zwecke. Voodoo, Hoodoo, Santeria und ähnliches. Ja? Ich habe vor ein paar Minuten einfach mal Florida Water bei Google eingegeben und gleich auf der ersten Ergebnisseite kam was raus. Was stand da? Ich muss mal kurz zurückgehen. What is Florida Water used for? Also wofür benutzt man eigentlich Florida Water? Und dann kommt man auf so eine Seite, alchemyslowliving.com, und da wird dann erstmal wieder auf die historischen Anwendungsmöglichkeiten, Eau de Toilette, Body Splash und so weiter eingegangen. Daneben aber auch Kapitel Magic. Ja? Florida Water kann man auch als Hilfsmittel für Magie, rituelle Zwecke und ähnliches einsetzen. Ja? Zum Beispiel um. Ich pick mir nur so ein paar Sachen raus. Ich werde den Link aber in die Beschreibung setzen, falls sich jemand dafür interessiert und sich das durchlesen möchte. Aber zum Beispiel, um eine Verschiebung der Energie in einem Raum zu bewirken, bevor man dort meditiert oder Yoga ausübt. Oder auch um das eigene Umfeld, das eigene Haus vor bösen Energien zu schützen. Ja? Man kann einen Seesalzkristall mit Sonnenlicht aufladen und dann leicht mit Florida Water beträufeln oder auch Florida Water leicht um das Haus drumherum, ja, den Boden damit oder die Umgebung benetzen, um böse Geister abzuwehren.
Ja, also wirklich sehr, sehr vielseitig dieses Produkt. Das heißt, wer sich für solche Hokuspokus-Sachen interessiert, wird da sicher einige Anwendungsmöglichkeiten finden. Meins ist es nicht. Für mich ist es ein Rasierwasser, ab und zu Haarwasser, ab und zu mache ich es auch ins Bügeleisen, aber meistens nehme ich es, wenn dann, als Aftershave. Ja, und das hat auch zur Folge, dass man zumindest hier in den USA, wenn man danach sucht online, findet man es meistens eher so in Okkult-Shops statt in Shops für Rasur oder Haarpflege. Ja? Es gibt übrigens auch Florida Water von anderen Marken. Das ist meist aus China, weil es in China, speziell in Hongkong, auch eine längere Tradition hat. Zum Beispiel ist, glaube ich, Two Sisters da so eine ganz traditionelle Marke. In eben jenem Afro-Shop hatte ich auch mal ein Florida Water der Marke American Dream gefunden. Das war auch ein chinesisches Produkt, sah so aus. Und das hat aber mit dem von Murray & Lanman überhaupt nichts gemein. Das hat sehr nach so einem billigen, süßlichen Blumengepansche gerochen. Also das war überhaupt nichts für mich. Das hier bleibt für mich das einzig Wahre. So, dann habe ich aber vor kurzem bei der Internetrecherche noch andere interessante Sachen entdeckt. Es gibt zum Beispiel auch noch ein Florida Water Raumspray. Ja, ich habe, glaube ich, noch nie Raumspray mir selber geholt. In Deutschland habe ich immer gelüftet, wenn es mal gemüffelt hat. Aber ich habe mir gedacht, wenn es schon ein Raumspray mit Florida Water Duft gibt, dann muss ich das auf jeden Fall haben. Ja? Und ist gar nicht so schlecht, wenn ich hier mal wieder den ganzen Tag vorm Laptop hänge für Uni und Arbeit und so weiter, mir dann nebenbei noch Essen bestelle und dann ist hier so ein Burgergeruch oder sonst was in der Luft und ich sitze hier den ganzen Tag dann. Neben dem Lüften oder ergänzend dazu ist auch so ein Florida Water Raumspray schon mal ganz nett oder hilfreich. Ja? Was es noch gibt, was ich auch sehr interessant fand, habe ich auch sofort bestellt. Florida Water Seife habe ich auch vorher noch nicht gesehen, durch Zufall im Internet entdeckt. Ja? Interessanterweise, wenn man genau hinsieht, in der Mitte unter diesem kleinen Bild Murray E. Lanman, New York, Peru. Ja, die wird in Peru hergestellt. Und ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, dass diese Florida Water Produkte in Südamerika auch noch ziemlich verbreitet sind. Ja? Und ich glaube, diese Glasflaschen, ich habe auch mal gesehen, dass das eine südamerikanische Version von Florida Water sein soll. Also für den südamerikanischen Markt. Der Inhalt ist anscheinend der gleiche, also riecht für mich gleich. Aber während für den nordamerikanischen Markt eher die Plastikflaschen da sind, scheint das hier sowas wie die südamerikanische Variante zu sein. Kann sein, dass ich das falsch verstanden habe. Auf jeden Fall wird in Peru auch eine Florida Water Handseife hergestellt. Und die riecht wirklich total genial nach Florida Water. Mit einem seifigen oder auf eine seifige Art. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich wage es nicht, sie anzubrechen und dann aufzubrauchen. Aber ja, irgendwann muss sie dran glauben und dann werde ich sie mir nachbestellen, wenn sie alle ist. Aber interessante und prima Sache. So. Das war die Florida Water Produktreihe. Was ich dann aber noch gefunden habe, es gibt von Murray und Landman bzw. Landman und Camp noch einige andere Düfte. Und einer davon hat mich besonders angesprochen, weil das auch eine sehr traditionelle Sache zu sein scheint. Ihr seht hier eine Flasche Kananga Water Cologne von Murray und Landman, gleicher Hersteller. Interessante orangene Farbe, kleines Plastikfläschchen. Ja, Kananga Water hat mich angesprochen, weil das auch eine reiche Geschichte zu haben scheint. Also, Kananga kommt von der botanischen oder wissenschaftlichen Bezeichnung für Ylang-Ylang, nämlich Kananga odorata. Und Ylang-Ylang-Öl bildet auch die Basis für dieses Kananga Water. Ja, Ylang-Ylang ist ja aus Südostasien, Philippinen und so weiter. Eine Pflanze, aus der das duftende Öl hergestellt wird. Ich glaube, es wird auch in einigen karibischen Ländern angebaut. Bildet auf jeden Fall die Basis für dieses Duftwasser. Und soll es seitdem, ich habe nochmal nachgeguckt, seit dem 19. Jahrhundert geben. Ursprünglich wohl in Jamaika hergestellt oder abgefüllt. Ja, und auch das, genau wie das Florida Water, hat so seine Anhängerschaft, wenn es um okkulte Praktiken wie Voodoo und ähnliches geht. Ja? Ich habe das tatsächlich ausschließlich auf Seiten gefunden, die sich mit Okkultismus oder auch
Also ich habe es auf keiner okkulten Seite bestellt, sondern bestellt habe ich es dann letztendlich auf einer Seite, die sich mit Afroamerikanertum beschäftigt. Also Bücher und Produkte, die sehr spezifisch für die afroamerikanische Community sind. Und da gab es halt auch Florida Water Produkte und eben auch dieses Kananga Water. Ja, aber in so klassischen Rasur-Online-Shops findet man es gar nicht, sondern eher so die okkulte Seite oder alles, was so mit afroamerikanischer Kultur zu tun hat. Ja, interessante Sache. Wie gesagt, erstmal Duftbasis ist Ylang-Ylang. Die Flasche gibt schon im geschlossenen Zustand so einen schönen blumigen Duft ab. Ich hatte sie jetzt heute beim Arbeiten die ganze Zeit auf dem Schreibtisch stehen und hatte immer mal wieder so eine Nase von diesem Blumenduft. Wenn man es dann öffnet, ich weiß nicht, woher das kommt. Aber dann erinnert mich das ein bisschen an Jerry's Musk. Also als wäre da Jerry's Musk oder eine der Komponenten von Jerry's Musk mit drin. Ja, interessante Zusammensetzung. Die Farbe ist ja auch ähnlich. Und bei so klassischen Aftershaves steht ja diese orangene Farbe auch meistens für so moschusartige warme Düfte. Ja, während Blau halt eher erfrischend ist. Grün auch oft erfrischend oder auch zitrusartig. Ja, und Orange eher so. Deutet an, dass es so in die Richtung warm-moschusartig geht. Ja, genau. Und wenn man das dann im Internet sucht, dann findet man auch sehr interessante Beschreibungen. Kananga Water, was kann man damit machen? Zum Beispiel kann man es benutzen, wenn man den Rat der Vorfahren oder der Ahnen sucht. Einfach eine kleine Schale mit Kananga Water auf den Altar als Opfergabe stellen. Dadurch werden negative Energien und Interferenzen beseitigt, sodass man den Rat der verstorbenen Ahnen fehlerfrei oder störungsfrei hören kann. Und. Auch hier werde ich den Link in die Beschreibung einfügen, falls sich jemand das wirklich durchlesen will. Ich werde das jetzt nicht alles vortragen, aber auch Kananga Water, genau wie sein großer Bruder Florida Water, die beiden werden für diverse okkulte Sachen und schamanistisches Gedöns, ich möchte nicht abwertend reden, aber für solche Sachen halt benutzt. Für mich ein interessantes Rasierwasser, werde ich bei der nächsten Rasur ausprobieren. Ich habe aber schon das Gefühl, dass das vom Duft wirklich ein bisschen zu stark ist. Also es riecht schon ziemlich intensiv. Frage ist halt auch, wie lange der Duft dann anhält. Ich glaube, das wird eher so eine Sache, die ich mir nicht einfach volle Ladung ins Gesicht schmiere, wie ein Aftershave, sondern vielleicht einfach um mich zum Duften zu bringen, für welchen Anlass auch immer, halt so ein bisschen an die Hotspots dezent auftragen, weil das ist schon eine ganze Ecke intensiver als das Florida Water. Ja? Okay, das waren die Produkte, die ich heute mal ganz kurz vorführen wollte. Vielleicht habe ich bei dem einen oder anderen von euch ja Interesse geweckt. Ich freue mich wie immer auf weitere Ideen, was ich noch machen könnte. Ich habe schon ein paar Ideen im Hinterkopf für nächstes Video. Das wird dann auch wieder aus dem Badezimmer sein. Aber wenn ihr sonst irgendwelche Fragen oder Ideen habt, in die Kommentare damit. Und vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwelche Produkte im Hinterkopf, wo ihr euch denkt, ja, das könnte was für Marco sein. Das ist so, das passt so zu dem Tick, den er hat. Ja, vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen oder irgendwelche Inspirationen, was ich noch ausprobieren könnte. Ansonsten bin ich für heute erstmal wieder fertig. Das war der kleine historische Exkurs zu den beiden Wässern Florida und Kananga. Und ja, wir sehen uns dann in Kürze, wenn ich wieder was Neues zu sagen habe. Also, bis dann.